Ihr kennt es bestimmt. Ihr seht ein Video, da erzählt jemand etwas und seine Stimme geht im Lärm der Stadt unter. Wir denken oft, im Video sei vor allem das Bild wichtig. Der Ton ist jedoch mindestens so wichtig. Damit wir einen guten Ton bekommen, müssen wir mit dem Mikrofon zur Tonquelle. Das können und wollen wir mit der Kamera nicht immer, deshalb brauchen wir externe Mikrofone. Beim iPhone ist die schnellste und günstigste Variante das Iric Mic. Das Iric Mic kostet ungefähr 60 Franken. Es hat hier einen Stecker, der macht aus der Kopfhörbuchse einen Mikrofoneingang. Ich kann das also nehmen und habe so die Möglichkeit, mit dem Mikrofon zu mir oder zum Interviewten zu gehen. Wer aber unabhängig von einem Kabel sein möchte, der kann auch mit Funkstrecken arbeiten. Ich habe hier auch bei mir einen Knopfmic mit einer Sennheiser Funkstrecke. Diese Funkstrecken sind ziemlich teuer, kosten um die 1000 Franken, sind dafür sehr gut in der Tonqualität und kann ich für jede Kamera brauchen. Die Herausforderung beim iPhone ist, wenn ich hier dieses Knopfmic habe, habe ich immer noch das Problem, dass bei meinem iPhone nur eine Kopfhörbuchse ist. Damit daraus ein Mikrofoneingang wird, brauche ich ein solches kleines Kabel. Dieses Kabel bekommt man leider in der Schweiz nicht. Ich habe es in den USA bestellt, das kostet dann ungefähr 25 Franken. Dafür bin ich danach flexibel, kann es auch beliebig mit solchen Mikrofonen kombinieren.